Mai andacht Maria Lehrmeisterin der Diskretio. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Gleich zweimal wird dieses im Herzen bewahren im Lukas-Evangelium betont. Maria war keine Frau größerer Worte. Sie war ein stiller Mensch, doch ganz und gar aufmerksam, hörbereit, nachdenklich, in Ruhe erwägend. Eingeweiht in die Geheimnisse Gottes, war sie dennoch nie in der Versuchung, ihren geistlichen Schatz gleichsam auf dem Silbertablett vor sich herzutragen. Insofern können wir sie getrost als Mutter der Diskretio bezeichnen. Sie wusste um ihre eigene Berufung und um die ihres Sohnes, aber sie zerredete sie nicht, sondern bewahrte alles diskret und feinfühlig in ihrem Herzen. Vielleicht, so könnten wir kühn behauptet, wäre Maria eine gute Schutzpatronin aller Beichtväter und all derer, die Menschen auf ihrem geistlichen Weg begleiten. Sie besaß die Gabe des Zuhörens und der Unterscheidung, die Gabe des Schweigsamkeit und die Gabe des schlichten, guten, wegweisenden und zugleich heilenden Wortes. Fragen wir uns, wie es mit unserem Reden und mit unserem Schweigen steht, mit unserer Diskretion und mit unserem Takt, mit unserer Hörbereitschaft und mit unserem Feingefühl. Können wir der Geheimnisse Gottes in unserem Leben und in den der anderen in unseren Herzen bewahren, oder haben auch wir uns dem Zwang des Zerreden auch den Innersten unterworfen? Finden wir das gute und aufbauende Wort zur rechten Zeit, und können wir auch, wie Maria, in Stille und Geduld warten auf die Erfüllung der göttlichen Verheißungen? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. So segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.